Herzlichen Dank, nicht nur für diese nette Einführung, sondern einfach auch für das Engagement für die Veranstaltung insgesamt. Ich finde das total wertvoll, solche Veranstaltungen zu machen, wo auch ein breites Publikum eingeladen ist, zu so einem wichtigen Thema, was uns ja alle im Grunde betrifft. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, ist nicht nur unsere eigenen Kinder, sondern auch alle anderen. Ja, ich würde jetzt erstmal die Präsentation teilen, wenn das gut klappt. Wir haben jetzt alle schon einen sehr, sehr interessanten Film gesehen, der so ein bisschen die jüngere Vergangenheit ausgeleuchtet hat. Leider, wenn man in die noch weitere Vergangenheit reinschaut, dann wird es nicht besser, sondern eher noch schlechter. Kaiser Friedrich hat vor fast 1000 Jahren ein ganz schreckliches Experiment gemacht. Er hat 30 Kinder den Müttern wegnehmen lassen und die Kinder von Ammen aufziehen lassen und hat die Ammen sozusagen angewiesen, dass sie überhaupt nicht emotional mit den Kindern irgendwie in Kontakt gehen. Und tatsächlich war das ein ganz grausames Experiment. Er wollte nämlich die Ursprache entdecken. Also er wollte wissen, ob die dann Englisch oder Französisch oder was auch immer von alleine sprechen. Das war so die Fantasie. Und es war ganz schrecklich, sind alle diese 30 Kinder gestorben. Eigentlich was, woraus wir viel, viel, viel hätten lernen können. Von daher ist es umso erstaunlicher, dass wir bis in die 70er, 80er Jahre Millionenauflagen von dem Buch von Johanna Harrer finden konnten. Wenn wir uns heute mal Forschung anschauen, es wurde ja gerade einführend gesagt, dass ich eben vor allen Dingen auch im Jugendbereich und im Erwachsenenbereich mir Bindungsphänomene anschaue. Wir haben ganz, ganz viele Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe gemacht, hier in Berlin, in München, in Wien auch und auch sogar schon europaweit. Und wir haben immer wieder gefunden, dass auch für die Jugendlichen das sogenannte pädagogisch-therapeutische Milieu, wie wir das heute nennen, letztlich vor allen Dingen aus dieser Bindungs- und Beziehungsarbeit besteht. Also auch für die Jugendlichen, gerade wenn sie schwierige Situationen in ihrer Kindheit erlebt haben, ist es ganz, ganz wichtig, alternative Bindungspersonen, alternative Beziehungspersonen zu haben. Denken Sie an den Film eben und an den Klaus Grossmann, wie er dieses Beispiel bringt mit diesem einen Mädchen, was ganz charmant sozusagen versucht, sich Hilfe zu holen und das andere Mädchen, was am Rand steht und einfach überhaupt keine Idee hat, wie es da in Kontakt kommen kann. Und für diese Kinder und für diese Jugendlichen brauchen wir eben diese intensive Trauma, auch traumasensible, aber auch bindungssensible Arbeit. Der Kern sozusagen dieses Milieus, von dem wir sprechen, ist wirklich richtig Bindungs- und Beziehungsarbeit. Wir sprechen ja insbesondere von sogenannten Corrective Emotional Experiences, ne, korrigierende Beziehungserfahrungen. Und Charlotte, die ich da interviewt habe, also wir haben ja auch die nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Betreuer, Betreuerin interviewt. Charlotte hat dann die Geschichte erzählt, dass sie einen Jungen hatte aus einer Familie, wo sich die Mutter suizidiert hat nach einem Streit, also einen riesen Vertrauensmissbrauch erlebt hat im Grunde und wie sie sich langsam an den rangetastet hat, ne? Indem sie gesagt hat, ja, kannst mit mir ins Büro kommen, kannst dabei schon mal irgendwie am Computer was arbeiten und wenn ich meine Akten geschrieben habe, dann kannst du wieder mit rausgehen, weil er hat immer nicht gesprochen, ja, und ich so, brauchst nicht sprechen, brauchst einfach nur, kannst das machen, wenn du möchtest und das hat sie dann 3 Wochen gemacht, 4 Wochen gemacht, 5 Wochen gemacht. Und plötzlich sagt wieder das erste Wort. Ne? Und dann sagte sie was zu ihm und dann haben sie angefangen zu sprechen. So lange hat er gebraucht, ne? Um das Vertrauen wieder zu gewinnen. So was mache ich natürlich nicht, wenn ich nicht weiß, von der Bindungstheorie her, wie viel Vertrauen ich vorschießen muss, um jemanden mit so viel Vertrauensmissbrauch überhaupt noch dazu zu bringen, wieder mir zu vertrauen. Dafür ist natürlich die Kenntnis von Bindungstheorie total nützlich. Wie gesagt, der allerwichtigste Einflussfaktor ist diese sogenannte Emotional Corrective Experience, ist schon seit zig Jahren sozusagen bekannt. Da kann man auch ganz viele Quellen finden. Den guten alten Carl Rogers kennen Sie bestimmt mit Empathie, Wertschätzung und Kongruenz, aber auch noch viele andere haben das herausgefunden. Ich nenne das gerne schützende Inselerfahrungen, weil das eben gerade in der Kinder- und Jugendhilfe, wenn es so um ganz, ganz schwieriges Klientel geht, haben die das manchmal wirklich noch nie erlebt, dann ist das so die erste Insel, die man ihnen quasi bietet auf diese Weise.
Das Ganze kann man sich ganz schön nochmal erklären, sozusagen an einem Beispiel vom normalen Aufwachsen. Das ist ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, was meine Studierenden schon nicht mehr hören können. Weil das Verrückte ist ja, wir denken immer, bloß keine schwierigen Kindheitserlebnisse erleben, bloß nichts Traumatisches erleben. Aber das stimmt gar nicht, verrückterweise. Es ist sehr wohl sogar sehr hilfreich für unser Aufwachsen, wenn wir gewisse überfordernde bis hin zu traumatischen Situationen erleben. Aber der entscheidende Punkt ist, ob es dazwischen das hier gibt. Sieht man meine Maus oder sieht man die gar nicht? Doch, ne? Also wenn es dazwischen das hier gibt. Und das will ich jetzt mal erläutern an einem Beispiel, weil wenn es dazwischen nämlich das hier gibt, dann kann man an solchen schwierigen Erfahrungen wachsen. Und das geht eben nur unter dieser Bedingung. Also Beispiel ist, Kind tigert durch die Wohnung mit so ungefähr 2 Jahren und man hat gerade erst die Herdplatte angemacht, Gott sei Dank gerade erst, und das Kind patscht da drauf. Ja, dann gibt es ein furchtbares Geschrei und dieses Geschrei bedeutet so ein Stück weit, das Kind hat keinen Schmerz, sondern das besteht so richtig draus. Das kennen wir auch von sehr früh geschädigten Klienten und Klientinnen. Die haben kein Gefühl, die sind geflattert von diesem Gefühl. Jetzt kommt die Bezugsperson und sagt, ach Gott, du armes Wäschen, das tut weh, das ist Schmerz, komm her, wir pusten ein bisschen und dann wird's besser. Ja? Irgendwas benennen zu können, bedeutet auf lange Frist auch was verändern und was regulieren zu können. Das heißt, wenn das Kind das immer wieder hört, das ist Schmerz, da kannst du das und das machen, dann bildet sich sozusagen so ein erstes Schema. Ja? Ein Schema, mit dem es praktisch arbeiten kann, wo es diesem Schmerz nicht mehr so hilflos ausgesetzt ist. Wenn zum Beispiel der Babysitter kommt, nach 4, 5 Malen, kommt das Kind schon angerannt und sagt, aua, aua, pusten. Ja? Das heißt, es hat so ein erstes Schema, kognitiv wie emotional gelernt, wie es mit der Situation umgehen kann. Man kann auch ganz provokant von posttraumatischem Wachstum sprechen. Ja? Das bedeutet, wenn wir ganz oft so eine Szene erleben, ist es was ganz anderes, als wenn wir ganz oft eine andere Szene erleben. Ja? Die andere Szene könnte zum Beispiel so aussehen, es muss noch gar nicht mal irgendwie Gewalt oder Missbrauch sein, sondern einfach nur, mein Gott, das geht den ganzen Tag, du machst mich wahnsinnig. Ja? Keine Benennung, kein Lernen von der Regulierung, kein neues Schema, kein posttraumatisches Wachstum. Und es ist ein bisschen so einfach, wie es sich anhört. Wir entwickeln uns von Szene zu Szene zu Szene zu Szene zu Szene zu Szene. Ja? Wenn ich dann 5000 Szenen erlebt habe auf die eine oder andere Weise, dann entwickelt es mein Gehirn auch ganz anders. Man spricht nämlich in dem Fall auch von Mentalisierungsprozessen. Das heißt, im positiven Fall, wenn die Mutter hilft, den Reiz, der erstmal hier in die zentrale Notfallhirnregion reinreicht, praktisch zu verändern in den Gehirnteil, wo man eben reflektieren und verändern und regulieren kann, dann bedeutet das, dass ich eben auf Dauer nach 5000, 10.000, wie auch immer Situationen, tatsächlich auch ganz andere Verschaltungen bilden. Die Kinder hier, die haben sozusagen permanent die Notfallregion an. Ja, ganz, ganz, ganz doll die Notfallregion. Und die Kinder hier, die können ganz viel hier vorne im präfrontalen Kortex arbeiten. Also mentalisieren, mental arbeiten, ne? Regulieren. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied in den Erfahrungen, die wir machen. Ich will meine 20 Minuten ja einhalten, aber ich würde total gerne einen kleinen Filmausschnitt zeigen, weil man das so deutlich und schön sehen kann. Aber ich mache das vielleicht am Schluss, damit wir mit der Zeit trotzdem zurechtkommen. Genau. Also, es macht einfach einen riesengroßen Unterschied, ja. Und deswegen, und das hat man ja in dem Film auch total schön erleben können, ist es eben so wichtig, dass wir selber für unsere Kinder oder auch wir als Fachkräfte einfach Bindungswissen haben. Weil wenn ich Bindungswissen habe, dann kann ich natürlich ganz bewusst auf solche Situationen auch anders reagieren, weil ich weiß, wie schädlich oder hilfreich das für Kinder ist.
Und dabei ist nicht nur die Sicherheit in dem Moment so bedeutsam, sondern, das haben wir jetzt ja sehr schön gesehen in dem Film, sondern eben, dass die Basis für Exploration da ist. Ja, dass es eine Möglichkeit gibt, sozusagen innere Strukturen zu entwickeln, die funktional sind, die mental funktional sind. Und das ist eben sehr, sehr entscheidend. Und das bedeutet eben, das haben wir ja eben sehr schön gesehen, wirklich eine ganz, ganz bedeutsame Veränderung der Entwicklung für den weiteren Lebensverlauf. Die kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie das eben gestaltet ist. Dafür braucht es vor allen Dingen, das haben wir jetzt ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, das Konzept der Feinfühligkeit, dass man Bedürfnisse wahrnimmt, richtig interpretiert und zeitnah und adäquat reagiert. Es hört sich super einfach an, ist aber super schwer. Sowieso, wenn Sie dann auch noch Jugendliche vor sich haben, wo Sie irgendwie rätseln müssen, was jetzt gerade gemeint ist und was jetzt gerade irgendwie schwierig war, ist das eine sehr, sehr große Herausforderung, die wir in der Traumapädagogik zum Beispiel sehr bewusst aufnehmen und da versuchen, gute Wege zu finden. Daraus entstehen eben bestimmte Muster, ne? Das war jetzt ja auch schon zum Teil gut deutlich gemacht. Man kann eine sichere Bindung haben, man kann eine ambivalente Bindung entwickeln, eine distanzierte Bindung entwickeln, das war die Johanna Hara-Sektion sozusagen. Und wenn eben sehr viel Trauma passiert und nichts aufgefangen wird, dann wird die Bindung desorganisiert. Man spricht auch immer von einem Anteil. Wenn es dann stärker wird, dann wird die Bindung desorganisiert. Und wenn sozusagen sehr, sehr destruktive Muster schon in der Kindheit eingreifen, dann spricht man von Bindungsstörungen. Die haben eine sehr globale Auswirkung. Die werden dann später durchaus auch zu Persönlichkeitsstörungen. Zum Beispiel hier in dem Fall eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und so weiter und so fort. Was müssen wir also machen, damit wir adäquat handeln können, damit wir das Konzept der Feinfühligkeit eigentlich überhaupt umsetzen können? Dafür ist es wichtig, dass wir eine gute Diagnostik machen und Bindung gut verstehen. Das muss man vielleicht als Privatperson nicht unbedingt Diagnostik machen, aber sein Kind verstehen wir schon total gut. Ja? Und dazu muss man sozusagen wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und als Fachkraft kann ich wirklich einfach entlang von Diagnostikmodellen, von psychosozialen Diagnostikmodellen, da hast du jetzt in letzter Zeit ganz viel gemacht, Lisa, auch im Fluchtbereich und so weiter, kann man dann versuchen, so ein Stück weit zu rekonstruieren anhand der Biografie, anhand der Lebenswelt und auch anhand der Problematik, die die Jugendlichen zum Beispiel mitbringen, wie der Bindungsmodus aussieht. Und dann den Bindungsmodus sozusagen erkennen, daran optimal anknüpfen und in Richtung Bindungssicherheit rausziehen. Und wenn man das macht, den Bindungsmodus erkennt, optimal dran anknüpft und Richtung Bindungssicherheit rauszieht, das ist übrigens sehr, sehr schön in dem Buch von dem Thomas Köhler-Saretzky beschrieben, in diesem Wo ist Wilma, finde ich das ganz fantastisch gezeigt. Wenn man das macht, also einen guten, sicheren Ort bietet, hoffnungsvolle Bindungen bietet, dann kann man auch auf Symptome Einfluss nehmen, auf die Emotionsregulation, auf die Selbstunwirksamkeit, auf verschiedene andere Probleme wie Dissoziationen und so weiter und auch auf Resilienz kann man da auch Einfluss nehmen. Ja, das heißt, man kann fachlich einen ganz klaren Unterschied machen zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Alltag, die wirklich qualifizierter diesbezüglich sind und veränderungsrelevante Momente einfach sehr, sehr gut aufgreifen können, im Gegensatz zu welchen, wo das eben nicht funktioniert. Wenn die Jugendlichen entwicklungssensible Nähe erleben, dann zeigt das definitiv Wirkung. Dirk sagt es sehr schön. Vorher steht man so an die Wände gebunden, sagt er. Und solange kann man ihn nur anderweitig unterstützen, also irgendwie, was weiß ich, irgendwas Schulisches oder sonst wie. Aber dann, wenn man ihn wirklich in der Bindung hat, kann man ihn auch weiter unterstützen. Dann geht das viel tiefer, das kann er ganz schön sagen. Ja, dann würde ich jetzt, glaube ich, wirklich noch mal ganz kurz gerne den Filmausschnitt zeigen und dann am Schluss noch ein paar Warnungen loswerden sozusagen. Ihr redet jetzt gleich auf Englisch, das ist aber, falls Sie im Englischen nicht so firm sind, gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, was Sie sehen und ich kommentiere es auch kurz.
babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby, the baby gives a greeting back to her. Ne, das haben Sie jetzt schon alles gelernt. Optimale Kooperation, optimale Sicherheit, optimale Exploration, optimaler Lernprozess. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh yes, oh what a baby. Haben Sie das gesehen? Das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Dass das Kind nach dieser Enttäuschung und dieser Frustration wirklich locker 2 Sekunden braucht, um der Mutter wieder zu vertrauen. Das ist ein enorm wichtiger Umstand für die soziale Arbeit oder für überhaupt Betreuungsarbeit, dass wir damit rechnen müssen, dass wenn es so viele Enttäuschungen gab, dass wir ganz, ganz langen Atem haben müssen, bis Vertrauen überhaupt wieder möglich wird. Das ist eine ganz deutliche Reaktion, die das Kind hier zeigt. Jetzt bin ich schon ein bisschen über der Zeit, deswegen zeige ich noch eine allerletzte Folie, beziehungsweise mache ich noch einen allerletzten Kommentar. Die 3 Folien, die ich jetzt ein bisschen übersprungen habe, ist einfach, wir reden alle oft von Bindung, ja, aber wir setzen es nicht wirklich um. Wir schauen nicht wirklich, was für ein Bindungsmodus hat jemand genau. Wir schauen uns die Hilfeplanung nicht danach an und. Ebenso mit sozialen Netzwerken und so weiter. Aber was auf jeden Fall lohnenswert ist und was an dem Filmbeispiel eben auch sehr deutlich geworden ist, es lohnt sich total, darüber Gedanken zu machen, was habe ich für eine Bindungsrepräsentation und was bedeutet das für meine Arbeit? Nicht, dass ich total clean sein muss und eine ganz sichere Bindung haben muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich mich damit wirklich im Dialog befinde und dass ich das reflektieren kann und mir in Ruhe anschauen kann, was das bedeutet. Und jetzt wünsche ich allen sozusagen, dass sie das ein wenig üben können. Tiere können das nämlich ganz gut, Säugetiere. Da können wir uns immer ein bisschen was abgucken. Und ich glaube, Literaturtipps habt ihr ja in der Pause auch schon gegeben. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Silke, für deinen tollen Vortrag und ja, für den Einblick eben tatsächlich, wie weit Bindungsarbeit eben gehen kann. Das war uns sehr wichtig, ne, das sozusagen nicht auf diese erste Zeit auch zu reduzieren.